Ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem kurzen Info in Video, die Gecko-Methode. Eine Methode, wie Sie Ihre Webseite zu einer echten Verkaufsmaschine ausbauen, optimieren und perfektionieren können. Verwandeln Sie jetzt Ihre passive Webseite in aktive Absatzpower. Worum geht's? Die Frage: Kommuniziert Ihre Webseite wirklich? Online sind Sie schon lange. Vielleicht haben Sie auch schon positive oder negative Erfahrungen mit klassischer Suchmaschinenoptimierung, oft abgekürzt als SEO, Search Engine Optimization, gemacht. By the way, der Begriff SEO, Search Engine Optimization, ist eigentlich falsch, denn Sie können nicht die Suchmaschine optimieren, sondern Sie optimieren Ihre Webseite für unterschiedliche Suchsysteme und unterschiedliche Suchmaschinen. Aber dazu später. Aber mal ehrlich, nutzen Sie das enorme Marketing-, Service- und Vertriebspotenzial Ihrer Webseite, Ihres Online-Auftrittes tatsächlich? Oder dient Ihre Webpräsenz, Ihre Webseite immer noch lediglich als eine Art starre digitale Visitenkarte? Online-Power maximieren. Die permanente digitale Veränderung schafft laufend neue Rahmenbedingungen für unsere Kommunikation. Kunden und Kundinnen werden zunehmend kritischer und ungeduldiger. Suchmaschinen und Suchsysteme mit Artificial Intelligence immer smarter. Und die Konkurrenz? Ja, die lauert im Internet und steht nur einen Klick oder einen Wisch weit entfernt. Diese Dynamik verändert auch die Art und Weise der Verkaufs- oder der Informationsgespräche zwischen Ihnen als Anbieter und Ihren potenziellen Kunden, Käufern, Zielgruppen und Bedarfsgruppen. In den Marketing- und Kommunikationsabteilungen hat man verstanden, dass der Dialog mit potenziellen Bedarfsträgern schon längst online auf der mobilen Webseite oder anderen relevanten Touchpoints stattfinden muss und stattfindet. Online-Kommunikation kann man also als eine Art, ich nenne es mal Ersatzgespräch mit Bedarfsträgern an unterschiedlichen Touchpoints verstehen. Die Idee zu diesem Ersatzgespräch ist mir gekommen, weil mein Mentor und Freund Professor Siegfried Vögele bereits vor 30 Jahren begonnen hat, im Direktmarketing von unausgesprochenen Leserfragen im Direct Mail Print und von sogenannten Ersatzdialogen zu sprechen. Und diese Idee hat sich bei mir als Markt- und Werbepsychologe so eingebrannt, dass ich diese Idee gerne von ihm übernehme und in die digitale Welt überführe, und das möchte ich Ihnen heute kurz auch ein bisschen vorstellen hier. Online-Ersatzgespräche. Dabei kann es sich um Pull- oder auch um Push-Kommunikation handeln. Pull-Kommunikation, darunter verstehe ich, dass Ihr Kunde, der Bedarfsträger, sucht, zieht, Informationen braucht, und Push-Kommunikation, wenn Sie Anstöße an potenzielle Kunden senden, in welcher Form auch immer. Und dies geschieht mit Texten, Bildern und Movies und Bewegtbildern und Sprache. Und um hier punkten zu können, müssen die Inhalte, wenn wir jetzt wieder auf die Webseite zurückkommen, müssen die Inhalte Ihrer Webseite im Internet erstens mal findbar sein. Findbar. Sie müssen gefunden werden von jemandem, der jetzt Fragen hat und nach Antworten sucht. Und Sie müssen dann überzeugende Argumente liefern, dass der Leser eine positive Entscheidung für Ihr Produkt trifft. Und das ist gar nicht so einfach. Und die Gecko-Methode zeigt Ihnen, auf welche Punkte Sie achten müssen und wie Sie sich in einem hart umkämpften Umfeld mit Ihrer Webseite erfolgreich durchsetzen, pragmatisch, kosteneffizient, wirkungsvoll und messbar.
By the way, als Agentur setzen wir natürlich auch die Gecko-Methode für unsere 4M-Kunden ein und versuchen so, die Online-Kommunikation zu optimieren. Eine Webseite, eine Unternehmenswebseite, ganz gleich wie groß sie ist, selbst eine Landingpage ist hier gemeint, ist für mich ein dynamisches Gebilde, ein hochsensibles Ersatzgespräch zwischen Anbieter und Bedarfsgruppe. Richtig konzipiert gibt sie Antworten auf die Probleme und Fragen der Kunden und schützt das Unternehmen als digitale Heimat vor der Abhängigkeit von Online-Plattformen wie Amazon, aber auch vor der Abhängigkeit von Social-Media-Kanälen oder mächtigen Suchmaschinen wie Google zum Beispiel. In einer digitalen Welt ist die Webseite Dreh- und Angelpunkt der Kommunikation mit Stakeholdern und Kunden, ein unersetzliches Marktforschungstool und der Brückenkopf in soziale Netzwerke. Okay, jetzt werden Sie sagen, ja, warum Gecko? Was heißt hier Gecko-Methode? Weil da draußen sich aufgrund zunehmender Digitalisierung, aufgrund zunehmender Vernetzung so viel, so schnell verändert, müssen einfach Unternehmen versuchen, bei dieser Entwicklung dabei zu sein, sich nicht abkoppeln zu lassen und nicht den Anschluss zu verlieren. Und sie müssen diesen fortwährenden Change einfach mitmachen. Und da kam mir die Idee der Geckos. Geckos bevölkern die Erde seit etwa 50 Millionen Jahren. Und ihr Erfolgsgeheimnis? Ihr Erfolgsgeheimnis zum Überleben? Wie kaum eine andere Tierart sind die immer wieder in der Lage, sich optimal an veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Und genau das leistet die Gecko-Methode mit ein paar Prüfpunkten für ihre Online- und Offline-Kommunikation. Sie zeigt Ihnen, wie Sie die Power Ihrer Unternehmenswebseite optimal an die Veränderungen, an die digitale Welt anpassen können. Also. Und ja, als Professor an der Hochschule für angewandtes Management und an der Privatuniversität Schloss Seeburg und letztlich natürlich als nunmehr über 24 Jahre Geschäftsführer der 4M Marketing Agentur für Dialogmarketing, beschäftige ich mich schon lange mit den Erfolgskriterien einer Webseite. Letztlich in den letzten Jahren inspiriert hat mich dabei mein Freund Karl Kratz, der den Gesamtprozess Online-Marketing meines Erachtens wie kein anderer scharfsinnig und innovativ und meist auch auf sehr lustige, aber treffende Art auf den Punkt bringt. Für mich ist eine Website strategisch gesehen ein Ersatzdialog, wie ich schon angesprochen habe, zwischen einem Bedarfsträger, der Fragen hat, und dem Anbieter, der die richtigen Antworten, was ja dann die Lösungen sind, bietet. Was sind nun die Erfolgskriterien oder warum Gecko? Das ist ja eigentlich nur eine Abkürzung. Ja? Also, das Erste, Ihre Webseite muss gefunden werden. Sie müssen unbedingt die E-Dialogpotenziale nutzen. Alles, was heute elektronisch, digital möglich ist, muss eingesetzt werden. Natürlich brauchen Sie Content-Qualität. Content, der Inhalt, das, was auf Ihrer Seite stattfindet, das, was Sie, wie Sie Fragen beantworten, mit welchen Instrumenten Sie kodieren, die Content-Qualität mit Blick auf Ihre Bedarfsgruppe steht im Vordergrund. Denn Sie müssen die Kunden anfragen und die Kundenfragen gezielt beantworten können. Und letztlich, sie müssen fortwährend, weil die Digitalisierung ja nicht einfach beendet ist, ihre Online-Kompetenz fortwährend steigern. Lassen Sie mich mal ganz kurz auf die einzelnen Punkte hier eingehen. Gefunden werden. Wenn Ihre Textdokumente auf der Webseite oder im Internet nicht findbar sind, ist es so, als wenn Sie sie nicht geschrieben haben.
Sie existieren einfach nicht. Und wir als Agentur helfen Ihnen, die Logik der Suchmaschinen und Suchsysteme erfolgreich in die Erstellung Ihrer Textdokumente einzubauen, zeigen Ihnen, wie das geht, oder unsere Texter machen das für Sie. Wobei platte, reine technikorientierte SEO-Texte heute schon längst ausgedient haben. Und unser Fokus richtet sich auf den echten Dialog mit Menschen. Das ist unser Vorbild. Also der echte Mensch, die echte Bedarfsgruppe mit ihren Fragen, Wünschen, Interessen, Lücken, Motivschieflagen. Und Sie sehen schon, ohne Motivforschung, auch wenn das ein Kreativer nicht gerne hört, aber ohne Motivforschung ist hier kein Blumentopf zu gewinnen. Nur wer die Motivschieflagen, die Lücken der Bedarfsgruppe kennt, wer sie erforscht, wer sie qualifiziert, kann die richtigen Antworten und später die richtigen Lösungen dazu für den Bedarfsträger, für die Bedarfsgruppe bieten. Was meint i-Dialogpotenziale ausnützen? Ein wichtiges Erfolgskriterium für die persuasive, also für die beeinflussende Kommunikation, und das wollen wir ja alle machen, ist die zeitliche und örtliche Kundennähe sehr, sehr wichtig. Digitale und vernetzte Technologien ermöglichen heute die Durchführung von persönlichen und nicht persönlichen Gesprächen zwischen Anbieter und Kunde. Das Ganze in Echtzeit, das Ganze zeitversetzt, und die Entfernung spielt heute keine Rolle mehr. Gespräche oder Dialoge sind dabei weit gedacht. Auch ein Text kann als Frage-Antwort-Dialog verstanden werden. Also jeder Text auf Ihrer Webseite, auf Ihrer Unterseite, Ihrer Webseite, muss zu einem bestimmten Thema relevante Antworten liefern, kommunizieren, vorausdenken, welche Fragen wird denn der Leser wahrscheinlich stellen, und sie im Textdokument für ihn schon beantworten. Das heißt, die ganze Denke ist proaktiv. Und wie gesagt, es funktioniert nur, wenn ich mich wirklich mit der Zielgruppe im Vorfeld, Klammer auf, Motivforschung, intensiv beschäftigt habe. Ja, und dabei erlauben uns heute technische Möglichkeiten von dynamischen Webseiten, die Karl Graz predigt, die Anpassung auch an das Erscheinungsbild und des Themas auf das aktuelle Involvement, also die Zugeneigtheit zu einem bestimmten Thema des suchenden Bedarfsträgers. Also Stichwort dynamische Webseiten, Stichwort Karl Graz. Die dynamische Anpassung der Inhalte an den Fragenden erhöht nämlich die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Erst- und Folgedialog. Besucht eine aktivierte, suchende Person eine Webseite oder eine ihrer Unterseiten, kommt sie entweder direkt, wenn sie die Seite kennt und abgespeichert hat, oder über ein entsprechendes Suchsystem auf die entsprechende Website oder Landingpage. Ein Suchender ist dabei an einem bestimmten Thema interessiert. Er will nun Antworten bekommen. Und dazu scannt er splitzschnell die Webseite in einem sogenannten Erstdialog ab. Entspricht der dort dargestellte Inhalt seiner Erwartungshaltung, wird er in einen weiteren Folgedialog einsteigen oder den Dialog abbrechen und die Seite wieder verlassen. Content-Qualität bieten. Wie wir bereits gesehen haben, müssen Sie mit Ihrer Webseite für einen Suchenden findbar sein. Das ist die Grundregel. Der Einstieg in das Spiel. Das ist aber, wie gesagt, nur die halbe Miete, um zu einem erfolgreichen Kaufabschluss zu kommen. Damit Ihr angebotener Webseiteninhalt, Ihr Content von der Bedarfsgruppe besser gelesen wird, muss er der jeweiligen Perzeptionssituation angepasst werden. Perzeptionssituation, damit meine ich, wann und wo beginnt
der Bedarfsträger ihre Information, ihren Text, ihre Webseite zu lesen. Macht er das mobil, im Auto, mit dem Handy, am Flughafen, im Zug oder sitzt er vor einem riesengroßen Rechner, vor einem Desktop mit einem riesengroßen Bildschirm im Office oder liegt er vielleicht bequem 20.15 Uhr zu Hause auf der Couch mit einem iPad? Und daran müssen Sie Ihre Inhalte an diese Situation, an diese Aufnahmesituation anpassen. Also, ganz, ganz, ganz wichtig, beachten Sie die jeweilige Perzeptionssituation. Der Inhalt, den Sie nun gestalten, muss erstens formal prägnant aufgebaut sein. Formal Prägnanz kommt aus der Werbepsychologie, aus der Wahrnehmungspsychologie und meint, dass der Inhalt, den Sie präsentieren, weil derjenige, der jetzt liest, der bewusst beginnt, bewusst wahrzunehmen, eben nur 50 Bits pro Sekunde Verarbeitungsgeschwindigkeit besitzt. Er braucht jetzt einen gut aufbereiteten Text, strukturiert, gegliedert, mit Headlines, mit Subheadlines, mit Bildern, mit unterstützenden Bildern. Und das Ganze nennt man formale Prägnanz, wenn man das Textdokument oder die Webseite ansieht, ganz gleich ob auf dem Laptop oder eben mobile, dass sie formal prägnant ist und den Leser weiter in den Dialog hineinzieht. Natürlich braucht Ihre Webseite sogenannte allgemeine und spezifische Aktivierung, spezifische Aktivierungselemente. Was aktiviert, was setzt das Erregungspotenzial der Leser nach oben? Was interessiert sie? Und da sehen Sie, Sie sind wieder bei der Motivforschung. Warum allgemein aktivieren, warum spezifisch aktivierend? Aktivierung heißt, das Erregungspotenzial nach oben zu fahren, die lesende oder zuhörende Person stärker in den Bann zu ziehen, stärker zu aktivieren, wacher zu machen, aufmerksamer zu machen, um die Chance zu erhöhen, den angebotenen Text besser kognitiv verarbeiten zu können. Kognitiv. Da geht es dann nicht um die formale Darstellung, sondern ob er die Inhalte versteht, ob er die Bedeutung Ihres Schreibens, Ihres Textes, Ihrer Webseite überhaupt versteht, kognitiv richtig verarbeiten kann, die Bedeutung des dort Geschriebenen auch wirklich versteht. Und letztendlich muss alles, was Sie da dort online stellen, der Erwartung des Lesers oder der Bedarfsgruppe entsprechen. Und letztlich muss Ihr Content, sonst macht alles keinen Sinn, eine einzigartige Lösung für Ihre Bedarfsgruppe bieten. Das heißt, der erste Schritt ist, die Bedarfsgruppe muss die Bedeutung dessen erkennen, was jetzt auf der Webseite steht. Er muss es verstanden haben. Er muss in Betracht ziehen, dass das, was da dort steht, eine mögliche Lösung für seine Motivschieflagen, für seinen Mangel, für seine Lücken sein kann. Und dann muss er abwägen, warum soll er Ihre Lösung kaufen und nicht die Lösung einer Konkurrenz oder eines Wettbewerbers. Und der letzte Punkt, natürlich, Kundenfragen beantworten in diesem Szenario. Suchende, das sind für mich high involvierte Personen, also die Bedarfsgruppe, haben Fragen an ihre Marken, an ihre Produkte, an ihre Lösungen, an ihre Dienstleistungen. Versuchen Sie schon im Vorfeld, diese Fragen zu qualifizieren, wie ich vorher gesagt habe, eben durch Marktforschung, eben durch Motivforschung, weil Sie dann ganz anders argumentieren, schreiben und die Webseite gestalten können. Das heißt, Relevanz, die der Erwartungshaltung entspricht und Relevanz, weil sie die richtigen Antworten geben. Für mich als Werbepsychologen verbergen sich hinter diesen Fragen sogenannte aktuelle Motivschieflagen. Ich muss halt zwischen den Zeilen lesen, um Probleme, Wünsche und Beweggründe meiner Bedarfsgruppe zu erkennen. Und Sie,
als Anbieter mit Ihrer Webseite, ganz gleich, ob Sie sie selber machen oder ob Sie sie einer Agentur, zum Beispiel uns, in Auftrag geben, auch Sie sollten diese Fragen kennen. Sie sollten diese Fragen in Kategorien ordnen und dann die richtigen Antworten mit Sprache, Video, Text und Bildern auf Ihrer Webseite geben zu können. Wie gesagt, damit beweisen Sie Relevanz, schaffen Vertrauen, werden glaubwürdig und machen aus Leads wirklich echte Kunden. Und dann gelingt es auch mit der Kundenbindung. Und zuletzt, Digitalisierung ist nie zu Ende. Online-Kompetenz stärken. Die Optimierung einer Webseite ist ein dynamischer, ein stetiger Prozess. Das heißt, Sie werden dann nie fertig sein. Technische Anforderungen, neue Technologien, Software, neue Devices, neue Endgeräte fordern jedes Unternehmen im Bereich der Content-Gestaltung heraus. Und auch hier, denke ich, ist Karl Gratz ein Vorreiter, weil er schon vor 1,5 bis 2 Jahren predigt, wir sollen versuchen, unsere digitalen Assets, also unsere Inhalte, so aufzubereiten, dass wir eben auch auf modernere Mobile Devices, die vielleicht jetzt immer mehr in die Sprachform übergehen, noch im Griff zu haben. Also mit der Veränderung der Mobile Devices, denken Sie nur an die unterschiedlichen Variables, die jetzt kommen werden, werden sich auch die Anforderungen an Ihre digitalen Inhalte, an Ihren Content massiv verändern. Und ich glaube auch, so werden sich geschriebene und bildlich dargestellte Inhalte immer mehr in die gesprochene Form verwandeln müssen. Und das Witzige ist, blickt man zurück, dann nähert sich diese moderne, innovative Art, denken Sie nur an die intelligenten Assistenten, dann nähert sich diese Art der Kommunikation immer mehr dem echten Dialog zwischen zwei Menschen an. Und deswegen mein Tipp am Schluss: Optimieren Sie Ihre Webseite auf den Suchenden, auf Ihren Kunden, auf den Besucher Ihrer Webseite und optimieren Sie auf seine Probleme und seine Wünsche. Und optimieren Sie nicht mehr auf eine Suchmaschine. Ich glaube, so wichtig SEO ist, aber ich glaube, dieser Hype oder dieser Irrglaube, dieser Irrweg, Webseiten nur für ein Suchsystem zu optimieren, führt in die Sackgasse. Weil und warum? Ist eigentlich ganz einfach erklärt. Letztendlich werden Sie gefunden. Okay, schön. Sie sind findbar. Auch gut. Aber das ist, wie gesagt, nur die eine Seite der Medaille. Jetzt für das große Jahr, um den großen Kaufabschluss zu bekommen oder die Partnerschaft zu bekommen, müssen Sie inhaltlich überzeugen. Sie brauchen eine Lösung, die der Erwartungshaltung Ihres Bedarfsträgers entspricht. Und das ist Ihr eigenstes strategisches Können und das, was Sie bieten. Und es hat mit einer Suchmaschine überhaupt nicht zu tun. Ja gut, vielen Dank. Jetzt sind es doch 23 Minuten geworden über die kleine Gecko-Methode. Eine Systematik, eine Vorgehensweise, die Sie sich gut merken können. Die Abkürzung Gecko mit den unterschiedlichen Punkten. Wir benutzen die Gecko-Methode oder wir gehen natürlich für unsere Kunden, wenn wir Unternehmenswebseiten aufbauen. Ganz gleich, ob es kleine Webseiten sind oder große Webseiten oder Landingpages. Wir gehen so nach diesem Prinzip vor und wer seine Webseiten selber baut, selber betreut, hat da vielleicht eine kleine Anleitung oder eine kleine Anregung. Ansonsten, wenn Sie Lust auf eine Dialogagentur haben, wäre es recht nett, wenn Sie mal bei uns vorbeischauen würden oder uns persönlich kontakten. Meine Telefonnummer steht hier unten. Und weitere interessante Videos finden Sie natürlich auch auf meinem YouTube-Channel. Also vielen Dank fürs Zuhören. Ihr Karl-Peter Fischer und einen schönen Tag noch. Tschüss.